Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Assassin's Creed Origins. Ja, in der letzten Folge. Oh shit. Ich gehe mal kurz ein bisschen weiter, weil ich da gerade ein paar Leute umgebracht habe, bevor der es mitkriegt. In der letzten Folge, ja, haben wir uns ja immer noch um diesen einen Phylakis gekümmert, beziehungsweise wollten uns um den kümmern, aber der war einfach zu heftig. Selbst als wir den zu den Rebellen hochgelockt haben, hatten wir gegen den Kerl keine Schnitte. Deswegen mache ich jetzt erstmal ein paar Nebenmissionen, um Stufe 38 zu werden. Dann habe ich bestimmt eine Chance. Dann sieht die Sache besser aus. Und ich befinde mich hier schon wieder in den grünen Bergen, um genau zu sein, im Ort Balagrai, oder wie man das ausspricht, ich weiß es nicht. 25 EP, das bringt einfach so überhaupt nichts. Und bevor ich hier ein fauler Apfel annehmen wollte, das ist mit Praxilla in der Klinik sprechen, das ist, glaube ich, die Frau, die wir vor zig Folgen mal kennengelernt haben hier in diesem Gebiet. Ja, zu der Zeit, wo Flavius hier noch alles unter seine Kontrolle bringen wollte. Und ja, mal sehen, was die für eine Aufgabe für uns hat. Ich möchte jetzt erstmal da hochgehen, um ja, hier mal zu synchronisieren. Schön, schön. Bringt immer 300 DP, das bringt wenigstens 1 Millimeter. Und da ist auch noch eine Quest. So eine rote, ich weiß nicht, warum die rot ist. Ist die rot? Kommt eine neue Herausforderung, keine Ahnung, können wir dann vielleicht auch noch machen. Aber ich nehme jetzt erstmal das, also mach die Quest weiter. Wow. Ist da noch ein? Hab ich ja gar nicht gestorben. Nach einem Schuss. Das war echt knapp. Klappe. Da ist er. Ja. Ich möchte euch jetzt nicht hier stören, aber ich bin da. Wie ist es dir ergangen? Gut, wie du siehst. Kleine Siege und Freuden wie diese. Wir nehmen, was wir kriegen. Vajek, Flavius war hier. Aber das ist noch nicht das Schlimmste. Mütter und Ehefrauen der Kranken im Tempel klagen in den Straßen. Alle Bitten, ihre Liebsten zu sehen, bleiben unbeantwortet. Seit Flavius hier ist, das kann kein Zufall sein. Nein. Kannst du mit meinem Freund Krios sprechen? Er ist Wasserträger am Tempel. Meine Aufgabe ist die Priesterin Melitta. Sie ist übereifrig, aber ich kann nicht glauben, dass sie Kranke und Sterbende ausnehmen würde. Sei wachsam. Ich komme nach dem Gespräch mit Krios wieder. Das Ding ist nur, Flavius ist eh schon tot. Eigentlich, das mit Edenapfel hat sich eh schon längst geklärt. Deswegen, ja, macht das alles nicht mehr so viel Sinn, aber wie. Das Spiel kann dir auch nicht sagen, ja, mach erstmal all diese ganzen Nebenmissionen, bevor du die Hauptmission machst. Ich weiß, ich hoffe, das ist hier nicht voll das Sperrgebiet, habe ich eigentlich nicht so viel Lust. Na, du Katze.
tut sich. Ja, schön. Was ist? Die mich alle immer noch Idiot nennen, das kommt mich schon irgendwie an. Oh! Brauchst du etwas Freundin? Ist gut. Verkauft. Dann leb wohl. Die Katze läuft sich die ganze Zeit hinterher, oder was? Ich will vielleicht irgendwas an diesen Rohstoffen kaufen, was uns was bringt. Eisenbaum auf jeden Fall auch noch. Ein Krotis Leder. Ist ja egal. Ist ja halt so teuer immer. Sorry. Asklepion, genau. Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. Ich wusste es doch. Der klang gerade wie eine Frau. Warum? So, nur mit dem Typen reden. Krios, was hat Flavius dir angetan? Was macht der da? Wach auf! Wo ist Flavius? Wo ist er? Flieg wieder heim, Krähe! Flavius ist tot, Mann. Das ist schade, dass es dann... Ein weiteres Leben zerstört von dem römischen Scheißefresser. Flüstern! Flüstern! Wie bitte? Melita, die Viper des Stabs! Die Priesterin? Nein! Nein, mein Herr Flavius! Bitte! Kriege ich den nach unten? Ah. Hier ist jetzt kein Soldat. Fuck. Ich
Spazier einfach raus. Sag mal, ist es dieser eine Wissenschaftler oder dieser eine Architekt von diesem Aquädukt, den wir eigentlich tragen? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Praxela! Praxela! Hör auf zu schreien! Die Kranken brauchen ihre Ruhe! Praxela! Der Mann braucht seine Ruhe. Schon gut, schon gut. Sei einfach leise. Sie ging, um die Priesterin zu sprechen. Nein, die Priesterin! Eine Schlange im Apfel! Sie hat sie! Sie hält sie versteckt! Nee, da aber stimmt. Beim Flüstern! Lügt beim Flüstern! Geheimnis! Umwoben! Ihr Flüsterschrein! Ist dieses arme, einfältige Ding dein Werk? Hat Praxela gesagt, wo sie hin wollte? In die Berge, aber... Kümmer dich um ihn. Er braucht Hilfe. Ich werde diesen Flüsterschein finden. Wir hätten anscheinend, ja, um storytechnisch besser zu machen, hätten wir erst hierher kommen müssen. Aber egal. Und das ist auch egal jetzt. Ich entschuldige mich aufrichtig, Thanasis. Das gucke ich mir dann auch in Anschluss noch an. Vielleicht in der nächsten Folge. Ich weiß nicht genau, was uns hier erwarten wird. Feinde, so wie es aussieht. Ich dann verkaufen. Dieser Ort wird schwer bewacht. Geheimnis in den Bergen. Ich hoffe, Praxela und die anderen sind wohl auf. Vor allem, wenn die Soldaten davor sind. Sind die bestimmt alle wohl auf.
Du solltest dankbar sein, dass wir jetzt rumliegen und die Arbeit des Landes vorüber sein. Du bist nicht weiter als Flavius Marionette. Du bist nichts weiter als Flavius Marionette. Lief. Falls deinen tollwütigen Hund zurück, Praxilla! Wie fantasielos du bist. Mein Tod ändert nichts. Semper Flavium. Wie fantasielos du bist. Mach die denn. Aber warum solltest du den Willen der Götter verstehen? Dieses heilige Objekt ist etwas voller Wunder und Schrecken. Die Frau. Ich kann die aber auch nicht anvisieren, die Frau, ey. Mich ankotzt gerade. Aufgegeben, ja. Sie war eine Heilerin. Ich schäme mich für sie. Rennt die hier durch die ganze... Oh Mann, ey. Die Priesterin, sie hat diese Menschen gefoltert. Sie war eine Heilerin. Ich schäme mich für sie. Jessen, Mahanahel, Wai Amuluhasu. Ich habe eine Kulisse mir gleich durch. Ich würde diesen Ort zu Asche verbrennen, wenn ich könnte. Es gibt schreckliches Unheil hier, Bayek. Mir graut es vor dem Schicksal meiner Kyrenaika. Melita war irre. Das Relikt, das Flavius auf dem Bauernhof benutzt hat, hat er auch hier verwendet. Als ich Krios fand, wusste ich es. Ich fühlte, wie es kratzte, sich in meinen Kopf grub. Das macht es. Heimtückisch wie ein Parasit, kontrolliert die Köpfe der Menschen und macht uns zu Sklaven. Unser Schicksal gehört uns, Praxilla. Dafür werden wir immer kämpfen. Okay, mein herzlichen Dank. Milita, danke nochmal für deine Gastfreundschaft. Aber ich weiß wirklich nicht, wie du unter dem Pöbel in Balagrai leben kannst. Das ist doch nur eine Provinzstadt voller Bauern und Landeier. Es gibt nicht einmal ein richtiges römisches Bad. Der Wein war ganz ordentlich, aber das führe ich auf deinen exzellenten Geschmack zurück. Wenn Flavius das nächste Mal seinen Rat der Kyrenaika zusammenruft, können wir uns unser Gelage dann vielleicht in meiner Villa abhalten. Du musst unbedingt die mit Milch gefütterten Schnecken meiner Köchin probieren. Oh, wart, dein demütiger Diener Leander. Da haben wir einfach mal eine Halskette gefunden.
Die Prophezeiung des Orakels. Wir haben die folgende Prophezeiung vom Orakel von Apollon erhalten. Unsere Priester arbeiten immer noch an einer Interpretation. Du hörst von mir, wenn wir es haben, womit, wenn wir etwas haben, womit wir arbeiten können. Ein neuer Frieden wird kommen. Macht das Triumvirat ausfindig. Heiler, Architekt und Richter. Der Stab des Heiles ist nicht, was du denkst. Die Viper liegt ertrollt und lügt beim Flüstern. Verstehe ich nicht. Okay. Okay, ich mache jetzt hier. Ja. Drückt mal auf Pause. Ich werde es jetzt nicht alles vorlesen. Wenn euch das interessiert. Okay, und Leute, in der nächsten Folge werden wir dann Praxilla aus dem Schrein eskortieren und schauen, ob sich dann die Sache hier geklärt hat oder ob da noch was kommt. Weiß ich ja nicht. Flavius ist ja eigentlich schon tot, aber das, ja, diese Nebenmission spielt einfach vor den Ereignissen des Todes von Flavius. Deswegen denken alle, es ist, ja, der lebt noch, der Kerl. Ja, in der nächsten Folge machen wir da weiter hier an dieser Stelle, wo wir aufgehört haben und, bis dahin bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen, angenehmen Tag. Bis dahin, ciao.